Handball-Bundesliga in der Rittal-Arena in Wetzlar. Der TASV Eisenach vor mehr als 4.300 Zuschauern zu Gast bei der HSG. Die Wetzlarer bis in die Zehenspitzen motiviert, heute vor heimischem Publikum einen Erfolg einfahren zu wollen. Zur Halbzeit jedenfalls mit 14:10 in Führung. Diese 4 Tore Vorsprung wollten und konnten die Männer von Coach Kai Wandschneider durch die zweite Halbzeit für sich behalten und zum Ende hin noch auf 5 erhöhen. Verdienter Endstand 28:23. Ein wahrhaft gelungenes Abschiedsgeschenk für den spanischen Weltklasse-Torhüter José Hombrados, der kurzfristig als Ersatz für den verletzten Magnus Dahl eingesprungen war. Ich bin sehr erleichtert, dass wir das Spiel gewonnen haben. Es war ein hartes Spiel von Anfang an. Die hatten eine sehr gute Abwehr. Es war sehr schwer, da Tore zu machen. Es war ein Big-Point-Spiel im Kampf um den Klassenerhalt. Und diese Spiele sind immer, wenn man sie zu Hause macht, extrem schwierig vom Kopf her. Wir haben verdient gewonnen mit 5 Toren, denke ich. Wir haben eine gute Deckung gespielt und vorne unsere Chancen konsequent genutzt. Ich denke, wir haben von Anfang an eine gute 6-0-Deckung gestellt, mit dem guten José Hombrados dahinter. Haben zur Halbzeit 10 Tore bekommen, das ist sehr gut. Im Angriff, denke ich, haben wir heute mal ein bisschen geduldiger gespielt als zuletzt. Aber man sieht auch, woran wir weiterarbeiten müssen. Das ist vor allem der Gegenstoß, zweite Welle. Dass wir uns da mehr belohnen für gute Abwehrarbeit und gute Torhüterleistung. Wir bekommen jetzt bis jetzt jede Woche 9 Spieler dazu und das muss ich halt erstmal einspielen. Ich glaube, in Baling hat das schon gut funktioniert, in der Woche, wo wir trainiert haben, auch sehr gut. Und ich denke, heute war das wieder ein Fortschritt. Wir stellen uns jede Woche neu auf den nächsten Gegner drauf ein. Und das Einzige, was sich verändert, ist einfach das Miteinander, dass wir jetzt jeder weiß, wo wer läuft und dass einfach die Absprachen besser klappen. Wir werden von Spiel zu Spiel besser und bestimmt auch beim nächsten Spiel.